Wenn der Beruf des Lkw-Fahrers in den nächsten Jahren attraktiv bleiben soll, dann müssen sich nicht nur die Arbeitsbedingungen in der wettbewerbsintensiven Transportbranche ändern. Die Unternehmer selbst sollten qualifizierte und motivierte Fahrer noch stärker nach ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen einbinden. Die zweite ZF-Zukunftsstudie Fernfahrer zeigt, dass sich wohl 4 Fahrertypen, die es auch heute schon gibt, durchsetzen werden. Der Überzeugte. Gordon Fickert, 30, aus Rohren. Später Nachmittag an der E40 in Belgien. Gordon Fickert macht Pause vor der Rückfahrt. Bei Gent hat er eine Teilpartie für Süddeutschland abgeholt. Ein Kollege wird den LKW am Abend übernehmen. Er ist absolut in der Zeit. Gordon fährt zum Standort seiner Spedition in Monschau. Er fährt Linie. Entweder Belgien oder zu einem Treffpunkt für den Begegnungsverkehr mit einem Kollegen aus München. Es ist der Beruf, von dem Gordon immer geträumt hat. Auch sein Vater ist Lkw-Fahrer. Gordon hat nach der Schule seinen Lkw-Führerschein selber finanziert. Dann ist er zusammen mit seinem Vater ein Jahr Linie gefahren. Seit 6 Jahren ist er bei Hermanns und Kreuz. Der Job lässt ihm die Möglichkeit, die Freiheiten des Fernverkehrs immer noch zu erleben und dennoch Zeit für seine Interessen und seine Freundin zu haben. Ich mache den Job gern, weil ich hier in der Firma geregelte Arbeitszeiten habe. Ich habe einmal Tagschicht, einmal Nachtschicht, habe dann noch Freizeit für meine Freundin im Endeffekt nach der Tagschicht. Nach der Nachtschicht kann ich noch Termine wahrnehmen, weil ich so eigentlich jetzt im Fernverkehr nicht könnte. Vor allem in Linie wird irgendwann mal die Zukunft sein. Das ist Tatsache. Auf dem Speditionshof herrscht wie jeden Abend Hochbetrieb. Es wird eine Teilpartie beigeladen. Damit hat Gordon nichts mehr zu tun. Er rangiert den LKW nur noch auf den Beladeplatz. Es macht ihm nichts aus, den LKW mit seinem Kollegen Peter Münzner zu teilen. Sie sind ein gut eingespieltes Team. Jeden Abend und jeden Morgen wechseln sie sich ab. Beide achten darauf, dass der Kollege immer einen sauberen LKW vorfindet. Du kriegst auch 5 Paletten drauf. Dann kannst du fahren, ja. Sehr gut. Na ja, gute Fahrt. Dann schönen Feierabend. Ja, schönen Feierabend. Gute Fahrt. Ciao. Tschüss. Die Regelmäßigkeit der Touren ist für Gordon das stärkste Argument. Hi, Gordon. Neue Papiere. Und jo. Alte. Alles klar. Und morgen? Perfekt. Was steht morgen an? Morgen früh nach Lommel und Kallo. Alles klar. Gut. Jo. Dann schönen Feierabend. Ja, danke. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao, Gordon. Sein Chef weiß, was er an Gordon hat und richtet die Arbeitsplätze entsprechend ein. Wir versuchen, der Fahrersituation Herr zu werden, indem dass wir ausbilden. Wir übernehmen die Auszubildenden nach Möglichkeit und bieten denen danach die Möglichkeit, Fernverkehr zu fahren, Linienverkehr zu fahren, Sammelwagen zu fahren. Der Linienverkehr bietet die Chance für einen Fahrer, ein vernünftiges soziales Leben zu führen, bietet die Chance, soziale Kontakte beizubehalten. Er fährt eine Woche Nachtschicht, er fährt eine Woche Tagschicht und vernünftige soziale Verhältnisse helfen uns als Unternehmen, dass die Fahrer auch vernünftige Arbeit bei uns leisten können. Darauf sind wir stolz. Den Feierabend verbringt der Motorradfan daheim. Gerade die vom Beruf überzeugten Fahrer, so zeigt die ZF-Studie, wollen auch in Zukunft Arbeit und Freizeit möglichst in Einklang bringen können. Der Rationale. Christian Schulz, 34, aus Duisburg. Christian Schulz kommt frühmorgens zur Arbeit, Tag für Tag. Oh, Christian. Christian, hier sind deine Aufträge für heute. 3x Bayer, wie immer. Nimmst den 1023, wenn man ist, telefonieren wir. Okay, weiß Bescheid. Danke, ciao. Ciao. Christian Schulz war 8 Jahre bei der Bundeswehr. Er mag klare Einsatzbefehle. Für die Spedition Köppen fährt er jeden Tag ins Bayerwerk im Camp Park von Krefeld-Uerdingen.
Christian ist Mitarbeiter eines weitestgehend industrialisierten Transportablaufs, wie er besonders in der Chemielogistik weit verbreitet ist. Die Prozesse sind automatisiert. Mit seiner persönlichen ID-Karte druckt er auf der Sonderspur zuerst seinen Abholauftrag selber aus. Bis zu 700 Lkw kommen hier täglich lang. Bei Köppen wurde Christian für den Einsatz im Bayerwerk besonders geschult. Als Teil einer sogenannten Mehrwertdienstleistung übernimmt er deshalb auch an der Ladestelle die Befüllung des Tankcontainers komplett selbst. Das Anschließen der Schläuche dauert etwa 10 Minuten. Jeder Handgriff sitzt. Bis zu dreimal am Tag fährt Christian zu Bayer. Mit dem Beruf verbinden ihn keine besonderen Emotionen. Lkw-Fahren ist für mich wie ein jeder andere Beruf. Ich fange morgens um 6 Uhr an und mache abends um 6 Uhr Feierabend, gehe nach Hause, hab den Kopf frei, lass den Lkw, wo der Lkw ist, gehe trainieren, hab meine Freizeit und das war's. Morgens um 6 Uhr fange ich wieder an. Beruf wie jeder andere. Neben konsequenter Weiterbildung setzt Köppen auf modernste Fahrzeugtechnologie mit allen Sicherheitssystemen, die den Fahrer bei seinem Job im Straßenverkehr unterstützen. Christian ist meist im Stadtbereich unterwegs. Das im Lkw integrierte Kamerasystem gegen den toten Winkel hat ihm schon mehrmals in brenzligen Situationen geholfen. Im Terminal setzt Christian den beladenen Tankcontainer ab. Als rationaler Fahrertyp passt er ausgezeichnet zu den zeitlich genau getakteten Verkehren bei Köppen. Auch zum Fahrzeug selbst hat er keine wirklich ausgeprägte Bindung. In der modernen Logistik ein Job mit Zukunft. Der Tankcontainer ermöglicht die industrielle Arbeitsteilung in der Logistik. Wir führen vornehmlich Prozesse aus in der Logistik, die produktionsnah sind zwischen Terminals und den Chemiebetrieben. Und dafür brauchen wir natürlich sehr gut geschultes Personal, die sich auch im Umgang und in der Handhabung in den Chemiewerken auskennen, wie aber auch mit den Gegebenheiten der Infrastruktur des kombinierten Verkehrs zurechtkommen. Klar geregelte Abläufe, modernes Equipment und ein Unternehmer mit Weitsicht sind die besten Argumente für Christian, dazu Teil eines Teams zu sein. Ja, Christian. Sind jetzt alle weg? Ja. Du bist ja der Letzte. Ja. Alle drei Aufträge erledigt? Die wunderbar. Und morgen? Morgen gleiche, drei Stück, Bayern wieder bestellt. Gleiche okay. Auto. Wunderbar. Wieder ein schöner. War nicht mehr so lang. Ja. Ciao Markus, morgen. Christian wohnt 5 Minuten vom Speditionshof entfernt. Als er seine Tasche für das abendliche Fitnesstraining packt, ist der Lkw mit einem anderen Fahrer schon wieder auf dem Weg ins Werk. Der Zufällige. Hartmut Wolf, 55, aus Bad Münstereifel. Ein Schwerpunkt der Spedition Berners aus Mechernich sind nationale Teilladungsverkehre in der Medien- und Papierlogistik. Zur Bewältigung der Touren hat das Traditionsunternehmen deutlich mehr Auflieger als eigene Zugmaschinen. Das Vorladen der Touren entkoppelt die Tätigkeit des Beladens von der begrenzten Arbeitszeit der Lkw-Fahrer. Es gibt der Disposition die Möglichkeit, die Fahrer flexibel einzusetzen. Fahrer wie Hartmut Wolf. Der Beruf war nie sein Lebenstraum. Er ist zufällig in die Transportbranche gekommen. Vor Fahrtantritt wird am Büroterminal die Gültigkeit seines Führerscheins überprüft. Schlechte Erfahrungen mit anderen Fahrern haben Berners vorsichtig gemacht. Dann holt Hartmut den Schlüssel des Lkw, der heute für ihn eingeplant ist. Modernes Fuhrparkmanagement ist bei Berners perfektioniert. Derweil beladen Lagermitarbeiter den Auflieger und sichern anschließend die Fracht. Hartmut ist Teil eines gut funktionierenden Teams. Guten Morgen. Hallo Hartmut, komm rein. Autos in der Werkstatt, ist fertig. Auflieger steht in der Halle, ist hier laden. A709. Ja. Machst Leipzig, Zorbau, Meinewe. Ja. Hier ist auch morgen Meinewe wieder laden und kommst zurück. Ja. Hartmut ist einer der vielen Quereinsteiger in der Transportbranche. Heute übernimmt er den Lkw eines Kollegen. Sie kommen den Lkw holen? Ja.
Also wie schon am Telefon besprochen, haben wir eure Dachklimaanlage instand gesetzt und die funktioniert also jetzt wieder einwandfrei. Fahrer wie Hartmut sind schon immer ein Rückgrat der Speditionsflotten gewesen. Es wird schon immer schwieriger, vernünftige Fahrer zu bekommen, insbesondere im Fernverkehrsbereich. Wir haben dort relativ unregelmäßige Arbeitszeiten. Das wird durch die EG-Sozialvorschriften auch nicht besser von der Planung her. Und das kollidiert sehr stark mit dem Freizeitverhalten, insbesondere junger Leute. Wir sind froh, dass wir auf der anderen Seite auch Umsteiger bekommen, die schon ein bisschen Lebenserfahrung mit sich bringen, die die Welt mal irgendwo anders kennengelernt haben, insbesondere die Arbeitswelt, und dann auch die Sachen beim Fernverkehr zu schätzen wissen, dass sie dort teilweise doch ein bisschen mehr eigenständig arbeiten können. Und da sind wir froh, wenn wir so einen Fahrer haben wie den Herrn Wolf, der vorher Dachdecker war, gewissermaßen schon eine Zeit gebraucht hat, um sich einzuleben bei uns. Die ersten 3 Monate waren schon ein bisschen holperig, aber da muss man durch. Und mittlerweile haben wir mit dem Herrn Wolf einen hervorragenden Fahrer. Und solche Fahrer können wir halt gebrauchen. Der Umstieg hinters Lenkrad war für ihn Glück im Unglück. Also ich war 20 Jahre Dachdecker, hatte einen Arbeitsunfall, habe mich bei der AGE vorgestellt, weil es eben halt auf dem Dach nicht mehr ging. Staatliche Förderung und konsequente Schulung haben ihm geholfen. Ich bin zum Arbeitsamt gegangen und habe gefragt, ob ich LKW-Führerschein machen könnte. Das haben die von Arbeitsamt geprüft. Ich habe dann grünes Licht bekommen und bin dann zur DEKRA gegangen und habe meinen Führerschein für den LKW gemacht und bestanden. Über 10.000 Neueinsteiger in den Fahrerberuf bestehen laut der aktuellen ZF-Zukunftsstudie Fernfahrer derzeit jährlich die beschleunigte Grundqualifikation. Viele davon sind zufällig in den Fahrerberuf gekommen. Ob sie tatsächlich in der Branche bleiben, hängt auch davon ab, ob sie sich dort im Takt der Arbeitsbedingungen wirklich aufgehoben fühlen. Zeit für sein musikalisches Hobby hat Hartmut jedenfalls auch unterwegs. Der Berufene. Peter Schmickler, 44, aus Kerpen. Glänzende Silozüge in markantem Grün, technisch ausgefallene Fahrzeuge, eine hochmoderne Innenreinigungsanlage unter gewölbtem Dach. Die hohe Kunst der Fahrzeugpflege ist eines der Markenzeichen der Silo-Fachspedition Freund aus Frechen. Im europaweiten Wettbewerb setzt Freund auf Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Mit Fahrern, die ihre LKW noch lieben, die mit Termindruck umgehen können, aber nicht mit Staub auf den Felgen. So wie Peter Schmickler. Für ihn beginnt eine Tour erst wirklich, wenn er Deutschland weit hinter sich gelassen hat. In ganz Europa sind die LKW unterwegs, auch in Zukunft dank Berufenden wie Peter, deren zweite Heimat die Autobahn ist. Hallo, wo geht's hin? Es geht einmal nach Norwegen. Fähre ist für morgen gebucht, spät abends. Ja. Zollpapiere kriegst du an der Ladestelle. Okay. Weiß ich Bescheid. Danke. Ciao. Ciao. Gute Fahrt. Fahrer wie Peter sind selten geworden. Immer weniger junge Leute wollen noch die ganze Woche unterwegs sein. Peter ist Individualist. Er versteht die Technik, die ihn antreibt. Aus Kostengründen sind Fernfahrer eigentlich untragbar, denn sie bestehen darauf, dass nur sie allein ihren LKW fahren dürfen. Aber gerade das ist die Wertschätzung, die ihnen ein Unternehmer geben kann. Dafür holen sie für ihn unterwegs so manches Eisen aus dem Feuer. Ohne sie wäre die Welt der Logistik ärmer. Sie sind die treuesten Seelen einer jeden Flotte. Der Wettbewerbsdruck wird auch in Zukunft in Deutschland zunehmen. Als Silo-Fachspedition haben wir vielleicht die Möglichkeit, etwas mehr als unsere Transportdienstleistung zu verkaufen. Wir verkaufen eigentlich den Servicegedanken, das Engagement auch des Fahrers, was bei uns sehr, sehr wichtig ist. Und vor allen Dingen auch, dass wir pünktlich und auch sauber bei den Kunden ankommen mit ihrer Lieferung. Mit seinem liegenden Kessel fährt Peter Braunkohlenkoksstaub. Den holt er bei der Rheinbrauern im Werk von Niederaußem ab. Peter kennt seit fast 20 Jahren die Abläufe. Rangieren ist hier Marscharbeit. In der engen Ladestelle zählt jeder Zentimeter. Ampel rot, Verladeposition erreicht. Das Ladegut fällt von oben in den Auflieger. Dann die Dusche.
Braunkohlenkokstaub wird in Entschwefelungsanlagen eingesetzt. Diese Tour führt Peter nach Norwegen. Lastwagen fahren, das kann er nicht verleugnen, ist sein Traumjob. Ohne Wenn und Aber. Das aber konsequent. Ich fahre deshalb so gerne, weil ich gerne in der Freiheit bin, die Natur genieße. Ich fahre seit 1991 im internationalen Fernverkehr. Ich war Pakistan, Indien, im Iran, Türkei, in Russland. Ich fahre seit 1995 bei der Spedition Freund quer durch Europa. Europaweit unterwegs sein, das ist Peters Lebensmotto. Die Möbel seiner Wohnung verraten, wo er als Fernfahrer überall war. Vor allem am Wochenende spürt er bald die innere Unruhe und den ewigen Traum von Freiheit und Abenteuer. Etwas davon ist heute und sicher auch morgen noch möglich. Ganz aussterben wird der internationale Fernfahrer hierzulande nicht. Berufene wie Peter wird es weitergeben. Allein aus Liebe zum LKW.